Vor fast 70 Jahren hatten diese Männer gerade ihre Schulzeit beendet. Von einer Minute auf die andere war man kein Junge mehr, sondern wurde zum Mann. Jung, aber alt genug, um im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs eines der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte mitzuerleben. Jetzt sind sie alt geworden. Und nur wenige derer, die das Inferno überlebt haben, sind noch unter uns. Dies ist die letzte Gelegenheit, von ihnen aus erster Hand zu erfahren, was sie erlebten. Deutsche Gefallene, kanadische Gefallene, britische Gefallene. Der Geruch, der Gestank. Das ist Krieg. Das ist Krieg. That's war. Von der Invasion an den Stränden der Normandie bis zu ihrem Kampf in der Ardennenschlacht im eisigen Winter und ihrem Vormarsch durch Europa, bei dem sie die Gräuel Nazi-Deutschlands entdeckten. Wie können Menschen anderen Menschen so etwas antun? Wie können sie das? Sie erzählen ihre Geschichte und nicht die der Generäle und Historiker. Nach all den Jahren haut es mich immer noch um. Wir zeigen Originalaufnahmen von den Kriegsschauplätzen. Wo es kein Archivmaterial gibt, sollen nachgestellte Kampfszenen die Erlebnisse der Veteranen illustrieren. Dies ist die Geschichte des letzten Jahres des Zweiten Weltkriegs. Erzählt von den letzten überlebenden Kriegshelden. Für einen Infanteristen sind die Lebensbedingungen am schwersten. Ich habe die meiste Zeit in Schützenlöchern verbracht. Dezember 1944, tief in den Ardennen, dicht an der deutschen Grenze. Der 19-jährige Gefreite Arnold Whittaker haust in seinem Schützenloch. Um uns zu beschäftigen, haben wir es ständig weiter ausgebaut. Wir haben es breiter und tiefer gemacht und dann mit dem irgendwo irgendwie organisierten Stroh ausgelegt, Bilder von Filmstars wie Betty Grable und Rita Hayworth mit Stöckchen an die Wände gepinnt, und wir haben ein Loch für unsere Essensvorräte gegraben. Ironischerweise hatte so ein Schützenloch genau die ideale Tiefe für einen Sarg. For a casket. Arnold Whittaker aus Michigan war nie zuvor außerhalb der USA gewesen. Gleich nach der Grundausbildung wurde er an die Front geschickt. In der ersten Nacht gab es ringsum nur Explosionen. Die Bäume splitterten unter dem Beschuss von Mörsergranaten, Minenwerfern und Artillerie. Sie explodierten in den Bäumen und die Trümmer regneten runter. Außerdem fiel heißes Metall auf uns. Viele der Jungs wurden durch Holzsplitter verletzt, die wie Pfeile durch die Gegend schwirrten. Mein Helm flog weg und mein M1-Gewehr auch. Ich war ein 19-jähriger Spund und kroch auf Händen und Füßen durch die Dunkelheit. Denn ohne Helm und Gewehr ist man ein Nichts. Höchstens Kanonenfutter.
Schon nach dem ersten Tag war ich Veteran. Die Alliierten hatten sich die Strände der Normandie erkämpft, blutige Straßenkämpfe in Arnheim überstanden und die Deutschen bis an deren Grenze gejagt. Die Front erstreckte sich nun von den Niederlanden bis hinunter zur Schweiz. Das neue Ziel der Generäle war der Durchbruch durch den fast 650 Kilometer langen, schwer befestigten Westwall, dem letzten Hindernis vor dem Einmarsch nach Deutschland. Die Kämpfe konzentrierten sich in den dicht bewaldeten Ardennen. Winter war der kälteste seit Jahrzehnten. Die Soldaten mit Nachschub zu versorgen war oft unmöglich. Wir waren schlecht ausgerüstet. Wir hatten keinen Parka, sondern nur einen schweren Mantel, der eine Tonne wog, wenn er nass war. Sie sagten, wir sollten ein Kunststoffregencape überziehen. Aber damit war man wie ein Zombie. Man konnte die Arme nicht bewegen, weil er so steif war. Aber wir befreiten die Deutschen von ihren weißen Winterjacken. Gefangenen Deutschen nahmen wir die Jacken ab. Dann hörten wir, dass Parkas, Wintermützen und alles hinten beim Tross lagen. Aber die Jungs da behielten sie für sich. Bei uns vorn kam nichts an. Unnötig zu sagen, dass wir von der 82., wenn wir vorn abgelöst wurden und nach hinten kamen, jeden, der Überschuhe, Galoschen und einen Parka trug, da förmlich rausprügelten. Es war so kalt, dass unsere Essensrationen einfroren und die Holzlöffel dauernd abbrachen. Wir organisierten uns also Silberlöffel und trugen sie immer in der Tasche. Mit der Hygiene war das allerdings so eine Sache. Wir wuschen sie so ab und steckten sie dann wieder in die Tasche, die voller Dreck war. Im schlimmsten Fall endete das mit heftigem Durchfall. Und wenn man Durchfall hat, dann kann man nicht einfach sagen, ich halte durch, bis es zeitlich passt. Für den Fall, dass man mal musste, während die Granaten flogen, musste man sich also etwas in die Hosen stecken oder man musste eben hineinmachen. Das war eine Entscheidung, von der Leben und Tod abhingen. Die Zustände waren entsetzlich. Sogar Schützenlöcher oder Splittergräben erwiesen sich als nutzlos. Wir hatten die meiste Zeit eine Scheißangst. Die Detonationen über uns konnten Verwundungen am ganzen Körper verursachen. Ganze Glieder oder Teile davon wurden abgerissen. Der von seiner Arbeit in einer Munitionsfabrik gelangweilte 16-jährige Bill Edwards fälschte sein Alter, um an die Front zu kommen. Er wurde Verwundetenträger im 1. Bataillon des Worcestershire Regiments. Ich erinnere mich an einen Burschen, den ich ganz gut kannte. Auf seinem Rücken war die Haut vom Nacken bis zur Hüfte weg. Er litt große Schmerzen und ich gab ihm Morphium. Man konnte die Wunde nicht abdecken, weil sie zu groß war. Nachdem ich ihm einige Dosen Morphium gegeben hatte, bat er mich, ihn zu erschießen. Ich musste ihm sagen, tut mir leid, Kumpel, ich kann nicht, denn ich habe keine Waffe. Außerdem kommst du wieder auf die Beine. Ich hatte ihn bewusst angelogen, denn ich wusste, dass er sterben würde.
Auch der 17-jährige Carl Beck aus Missouri hatte sein Alter gefälscht und war so zur 101. Luftlandedivision gekommen. Ich war ein blutjunger, ehrgeiziger Maschinengewehrschütze. Und ich kann versichern, an das Maschinengewehr ließ ich niemand anders ran. Ich hatte mir eine Schablone machen lassen, mit der ich auf der Schulterstütze Jiving Joan einritzte. So nannte ich das Gewehr, nach einer jungen Dame, die ich von der Highschool her kannte. Carl Beck war seit dem Tag der Invasion mit seinem Maschinengewehr dabei. Ohne Nachschub aus der Luft saß er jetzt im eiskalten Winterwald fest. Wir lagen im Schützenloch. Ich hatte Jiving Joan aufgebaut und neben mir hockte mein junger Ladeschütze. Da wurde gemeldet, Feldpost sei angekommen. Ich sagte, bleib hier, ich gehe nach hinten und hol die Post. Der Junge hatte ein Paket bekommen, das auf dem langen Weg von den USA ganz schön ramponiert worden war. Ich ging mit der ganzen Post wieder nach vorn. Da setzte Artilleriebeschuss ein. Ich warf mich in Deckung. Dabei kriegte das Paket den Rest und ging ganz auf. In Südgeorgia machen sie so kalorienreiche Nussriegel, die köstlich schmecken. Und so ein Pekan-Nussriegel fiel heraus. Man verliert unter solchen Umständen alle moralischen Maßstäbe. Aber irgendwie sagte mir mein Instinkt auch, dass der Junge tot sei. Ich nahm also diesen Riegel und aß ihn auf. Und tatsächlich, als ich zu unserem Schützenloch zurückkam, war er tot. Ich kann mich nicht mal mehr an seinen Namen erinnern. So wird man eben im Krieg. Man lebt wie ein Tier und reagiert wie ein Tier. Wenn man dann zurück in die Zivilisation kommt, wird man es wieder los. Aber zuerst wachte ich oft mitten in der Nacht auf und schrie, sie kommen und erwischen mich. Jetzt bin ich darüber weg, aber man vergisst es nie. Obwohl sie im kältesten Winter seit Jahrzehnten kämpfen mussten, näherten sich die Alliierten unaufhaltsam dem Westwall, während die Russen im Osten vorrückten. Die deutschen Armeen waren an beiden Fronten auf dem Rückzug. Hitler wagte einen letzten Versuch und ließ unbemerkt gepanzerte Truppen hinter der deutschen Westfront zusammenziehen. Am 16. Dezember 1944 begannen sie einen massiven Gegenangriff in den Ardennen und warfen die Alliierten bis weit nach Belgien hinein zurück. Das war der Beginn der Schlacht in den Ardennen. Anstatt den Feind auf seinem Rückzug zu jagen, sahen sich die erschöpften alliierten Soldaten plötzlich kampferprobten und wiedererstarkten deutschen Einheiten gegenüber. Als ein alliiertes Bataillon überrannt worden war, eilte der so schnell zum Veteranen gewordene Arnold Whittaker mit seiner Einheit zu Hilfe. Bei unserem Eintreffen war alles mit Schnee bedeckt. Beim Näherkommen sah man hier eine Hand herausragen und dort ein M1-Gewehr. Wir waren besorgt, dass die nachrückenden Verbände die Leichen bis zum Frühjahr nicht finden würden. Deshalb nahmen wir ihre Gewehre, steckten die Bajonette auf und rammten sie in die Erde, sodass sie so hoch aufragten. Sie sollten dem nachrückenden Tross anzeigen, dass hier ein toter GI liegt. Denn nach einiger Zeit ebnete der viele Schnee alles ein. Der
Der Gegenangriff hatte die Alliierten total überrascht. Die Deutschen schickten sich an, das kleine Städtchen Bastogne einzunehmen. Mit 7 Hauptverkehrsstraßen, die dort zusammenliefen, war es ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Den alliierten Oberbefehlshabern war klar, dass die deutsche Offensive gestoppt werden musste. Deshalb wurden alle Urlauber zurückgerufen. Darunter auch der 22-jährige Leutnant Frank Gregg von der 101. Luftlandedivision, der 3 Tage in Reims ausspannte. Ein Melder kam und sagte, der Oberst möchte Sie sofort sprechen. Ich machte mich auf den Weg, denn ich wusste, dass es um etwas Ernstes ging. Er sagte, wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Beladen Sie die Lastwagen, die gleich kommen, und fahren Sie nach Bastogne. Wir müssen dort sein, bevor die Deutschen da sind. Dies sind die Männer der 101. Division bei der Vorbereitung der Fahrt nach Bastogne. Der 20-jährige Ed Shames gehörte der berühmten Easy Company an. Wir bestiegen die Lastwagen mit unserer nicht vorhandenen Ausrüstung. Wir hatten fast nichts. Besser gesagt, wir hatten absolut nichts. Wir hatten keine Mäntel, wir hatten keine Überschuhe, wir hatten keine Handschuhe. Ich wusste nicht, wohin es ging und was wir dort machen sollten. Wir fuhren die ganze Nacht, erst auf einer französischen, dann auf einer belgischen Straße. Auf einem großen Bauernhof hielten wir an. Der Kommandeur sagte, lassen Sie absitzen und bei Tagesanbruch marschieren Sie diese Straße entlang. Dort sind die Deutschen. Stoppen Sie die. Ich sagte, ja, Sir. Die Deutschen griffen in Divisionsstärke an und ich hatte nur eine Schützenkompanie mit 100 Mann. Kaum waren wir da, waren wir schon umzingelt. Unsere Sanitätskompanie war ganz hinten. Sie wurde abgeschnitten und gefangen genommen. Die ganze Sanitätseinheit. Die Deutschen waren überall. 180.000 Deutsche. So kämpften wir. Die Deutschen schlossen die Alliierten in Bastogne ein. Flüchtlinge strömten auf unserer Straße nach Bastogne hinein. Ich wusste, was das bedeutete. Die Deutschen waren nicht weit hinter ihnen. Und dann kamen die Deutschen über den Hügel. Auf dem Abhang stießen wir aufeinander. Ich ließ meine Männer auf beiden Seiten der Straße in Stellung gehen. Die Deutschen gingen ebenfalls auf beiden Straßenseiten in Stellung. Wir haben uns dann den ganzen Nachmittag beschossen. Es kam aber noch schlimmer. Bastogne wurde tagelang belagert. Das Wetter verhinderte die Versorgung mit Nachschub aus der Luft. Die Männer der 101. Division waren eingeschlossen und abgeschnitten. Einer von ihnen verschanzte sich mit Jiving Joan, seinem zuverlässigen Maschinengewehr, in einem Schützenloch. Gefreiter Carl Beck. Wir waren 17, 18 Jahre alt und natürlich hatten wir ein bisschen Angst. Vor allem vor dem Unbekannten. Aber meine größte Furcht, und ich bin sicher auch die meiner Kameraden, war die, meine Freunde im Stich zu lassen.
Der Kompaniechef, er hieß Hilton, sagte, weggehen Sie darauf mit Ihrem Maschinengewehr und schießen Sie Sperrfeuer. Das war die letzte Widerstandslinie. Heute heißt das anders, vorderer Rand der Verteidigung oder so. Durch das Sperrfeuer soll die eigene Infanterie vorrücken können. Am nächsten Morgen blickte ich mich um und sah Deutsche im Stacheldraht hängen. Sie hatten versucht, durchzubrechen, aber die Jungs neben uns hatten gut aufgepasst und sie aufgehalten. Sie müssen so um die 25 Leute getötet haben. Und die hingen am nächsten Morgen im Stacheldraht. Nachdem wir die Deutschen getötet hatten, konnten wir nichts mit ihnen machen, denn sie gefroren sofort zu Eisblöcken, hart wie Granit. Wir legten sie vor unseren Schützenlöchern ab. Und da sie so starr und unbeweglich waren, benutzten wir sie als Tisch oder um uns darauf zu setzen. Sie waren wärmer als der verdammte Schnee. Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt und dichtem Nebel konnten die Amerikaner sich nicht mit Nachschub versorgen. Wir litten. Wir waren durchgefroren, hungrig und nass. Aber wir machten weiter, immer weiter. Es war brutal. Wir hatten nichts mehr zu essen und bald keine Munition mehr. Doch dann riss die Wolkendecke auf und ein paar C-47 konnten Nachschub abwerfen. Einer der Gruppenführer kam zu mir und sagte, Sie haben ein Paket bekommen. Damals hatte ich nur Fußlappen und ein paar Fausthandschuhe, die ich einem deutschen Soldaten abgenommen hatte. Ich hatte keine Mütze, außer meinem Helm natürlich, und keinen Schal und auch keinen Mantel. Und ich dachte, mein Gott, jemand hat dir einen Schal geschickt oder ein paar Handschuhe. Ich konnte das Paket kaum erwarten. Er brachte mir ein Päckchen, das ungefähr 5x5 cm maß und etwa 20 cm lang war. Als ich es aufmachte, war ein Füllfederhalter drin. Genau das, was ich brauchte. Endlich, am 26. Dezember, brach die 3. US-Armee durch und eroberte Bastogne zurück. Ed James, Frank Gregg und Carl Beck gehörten zu den US-Einheiten, die der deutschen Übermacht eine Woche lang erfolgreich standgehalten hatten. Doch die, die im belagerten Bastogne gekämpft hatten, fühlten sich nicht gerettet. Wir waren natürlich froh, da raus zu sein. Aber gerettet waren wir nicht. Denn für uns ging der Kampf gleich im Bojac-Wald weiter. Während einer Woche in den Ardennen hatten die Alliierten pro Tag Hunderte von Soldaten verloren. Als Ersatz für die gefallenen und verwundeten Soldaten wurden junge, unerfahrene Männer an die Front geschickt. Wir hatten kaum die Vornamen der Neuen gelernt, da waren sie zwei Tage später schon tot. Es waren immer 70% Neulinge bei uns. Die Deutschen töteten alle. Ein 18-Jähriger aus Boston, William Ryan, sah viele dieser Grünschnäbel in seine Einheit kommen. Sie schickten viele neue, die nichts wussten.
Ich erinnere mich, dass der Spieß fragte, wie hieß der Junge, der gestern Abend kam? Man kannte beim Appell noch nicht einmal die Namen. Die Ersatzleute wurden ganz schnell in der Ardennenschlacht getötet. Auch der 19-jährige Gil Nelson kam an die Front. Er dachte, er würde mit seiner Kompanie zu einer Übung geschickt. Plötzlich flog eine Kugel über meinen Kopf. Dann folgte deutsches Maschinengewehrfeuer. Wir hatten vorher nie deutsche Maschinengewehre gehört. Wir hatten es in der Grundausbildung mit amerikanischen Maschinengewehren zu tun. Aber das ist nicht zu vergleichen mit einem deutschen Maschinengewehr, das wie ein chinesisches Feuerwerk knattert. Sehr schnell, wie Peitschenknallen. Der Lärm war ohrenbetäubend. Und ich hatte große Angst, weil so viele Kugeln über unsere Köpfe hinweg pfiffen. So viel Chaos. Der Krach, der Anblick von Blut, der Tod von Menschen, die Schreie. Nach nur kurzer Zeit im Gefecht waren viele von Gil Nelsons Kameraden gefallen oder verwundet. Die Feuertaufe war erbarmungslos und sie brachte mich dazu, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Durch die vielen unerfahrenen Soldaten war die Front in Auflösung begriffen. Hitler hatte befohlen, Angst, Schrecken und Chaos unter den Alliierten zu verbreiten. Deutsche in amerikanischen Uniformen lenkten den Verkehr um, vertauschten Straßenschilder und kappten Telefonleitungen. Viele von ihnen lebten früher in den USA. Sie kannten den Baseballstar Lou Gehrig, die New York Yankees und die Giants. Als ich herumsprach, dass es solche Saboteure gab, vermutete man hinter dem kleinsten Geräusch sofort jemanden. Die Nervosität nahm zu. Niemandem war zu trauen. Die Sicherheit wurde verschärft. Codewörter wurden ausgegeben. Alle waren höchst angespannt. Da blieb es nicht aus, dass Berichte über Kriegsgräuel der Deutschen schnell die Runde machten. Am 17. Dezember hatte eine SS-Panzerdivision im belgischen Malmedy eine ganze amerikanische Batterie gefangen genommen. Viele GIs wurden mit Schüssen in den Hinterkopf gefunden. Es hieß, dass 800 ermordet wurden. Dann hieß es 80. Ich glaube, dass man die genaue Zahl heute noch nicht kennt, denn die gefrorenen Leichen konnten erst nach dem Tauwetter geborgen werden. Dass die SS bei Malmedy gemordet hatte, sprach sich rasch herum. Daraufhin wurde inoffiziell gesagt, Gefangene werden nicht gemacht. Wenn wir welche gefangen nahmen, um sie auszuhorchen, erschossen wir sie nicht. Aber wenn welche kamen und die Gewehre wegwarfen, erschossen wir sie trotzdem. Ed Shames erinnert sich an die Gefangennahme einer Gruppe Deutscher. Wir hatten herausgefunden, wer ihr Gruppenführer war. Wir forderten ihn auf, uns zu sagen, wo sich noch mehr Deutsche in amerikanischen Uniformen befanden. Das war nämlich überlebenswichtig für uns. Wir sagten ihm, er hätte 5 Sekunden Zeit für die Antwort. Wenn er nicht antwortete, würden wir ihm das Gehirn wegblasen. Und das hätten wir bei anderen auch schon getan.
Danach hatten wir keine Probleme, die Informationen zu kriegen, die wir brauchten. Mit 16 hatte Harley Reynolds seine Familie verlassen und sich zur Armee gemeldet. Er war an Einsätzen in den Wüsten Nordafrikas und auf den Kriegsschauplätzen in Europa beteiligt. Harley Reynolds lag mit seiner Kompanie tief im Hürtgenwald. In der Nacht überraschten uns die Deutschen. Sie hatten eine Leuchtpistole entwickelt, die statt einer Leuchtrakete eine Granate verschoss. Jetzt setzten sie sie im Nahkampf über eine Entfernung von 20 bis 30 Metern ein. Das war ganz übel, denn wir erlebten so etwas zum ersten Mal. Wenn sie abgeschossen wurde, röhrte es wie ein Bus oder Lastwagen. Wenn sie ganz in der Nähe explodierte, kam man sich wie ein Wackelpudding vor. Es durchlief den ganzen Körper und man musste sich davon erst einmal erholen und alles wieder an die richtige Stelle schütteln, bevor man sich wieder bewegen konnte. Sie haben uns abgeschlachtet. Ich war einer von 13 Männern des ganzen Bataillons, die überlebten. Der Rest war entweder gefangen genommen oder verwundet worden oder lag tot im Schnee. Erschreckt oder verängstigt ist nicht das richtige Wort dafür. Ich wüsste gerne eine gute Beschreibung für Angst. Es gibt... Ich weiß nicht, ob ich es so ausdrücken kann. Eine gute Angst und eine schlechte Angst. Die gute Angst betäubt einen derart, dass man auch in dieser Todesgefahr automatisch weiter funktioniert. Nach dem Erlebnis dieses Massakers wurde Harley Reynolds von der Front abgezogen. Und nachdem er 2 Jahre gekämpft hatte, schickte man ihn endlich nach Hause. Ich kam auf die Anhöhe, von der aus ich das Haus sehen konnte. Mein Vater hatte es gerade fertig gebaut. Er hatte den Bau begonnen, als ich wegging. Jetzt war es fertig. Ich konnte es sehen. Gleichzeitig entdeckte ich beim Haus eine meiner Schwestern, die auf der vorderen Veranda stand. Und sie sah mich oben auf der Anhöhe und erkannte mich sofort. Sie ließ einen lauten Schrei los, der mir noch heute in den Ohren klingt. Harley ist wieder da. Das tat sie. Meine Eltern und die 3 Schwestern waren zu Hause. Sie kamen gelaufen, um mich zu begrüßen. Die ersten Worte meines Vaters waren: Mein Sohn, jetzt können wir wieder gut schlafen. Januar 1945. Die Alliierten eroberten allmählich das Gelände zurück, das sie in der Ardennenschlacht verloren hatten. Tausende Soldaten stießen vor und trieben die Deutschen zurück.
Schützenloch um Schützenloch. Tief in einem Wald verborgen, verbrachte der 19-jährige Clayton Byrd aus Tennessee mit seinem Regiment die Nacht. Wir wachten am Morgen auf. Üblicherweise guckt man erstmal nach den Leuten rechts und links von einem, um zu prüfen, ob noch alle da sind. Das machten wir auch. Aber da war niemand mehr. Wir begriffen, dass wir uns plötzlich hinter den deutschen Linien befanden. Ganz allein auf uns gestellt mit nur einer Tagesration Verpflegung, Wasser und Munition. Wir waren von der eigenen Truppe abgeschnitten, ohne Funk und andere Kommunikationsmöglichkeiten. In der Nacht war ihre Division angegriffen und zum Rückzug gezwungen worden. In dem Chaos wurden Clayton Byrd und 26 seiner Kameraden vergessen und zurückgelassen. Unsere Familien erhielten Telegramme vom Kriegsministerium, dass wir entweder in Gefangenschaft geraten oder gefallen wären. Jedenfalls wären wir nicht mehr da. Wir waren im Kampf verschollen. Wir fragten uns, was wir jetzt tun sollten. Da entdeckten wir eine Reihe von toten Amerikanern, deren Leichen an Bäume festgebunden waren. Sie waren als Übungszielscheiben benutzt worden. Uns war klar, dass uns dasselbe Schicksal ereilen würde, wenn wir uns ergeben sollten. Deshalb beschlossen wir, dass wir bis zum letzten Mann kämpfen würden. Dabei waren wir ganz ruhig. Wir würden diese Entscheidung morgen nicht noch einmal treffen, sondern tun, was notwendig ist. Am nächsten Morgen kreuzte bei Tagesanbruch eine Gruppe Deutscher auf. Sie bemerkten uns nicht. Wir eliminierten sie. Als man mitbekommen hatte, dass wir da waren, griffen sie uns bei Tag in flachem Gelände auf 500 Meter Entfernung an. Das war taktisch unklug, denn wir mähten sie um. Dann versuchten sie dasselbe noch einmal in der Nacht. Kurz bevor sie uns erreichten, schossen sie eine Leuchtrakete, um uns sehen zu können. Aus Versehen schwebte die Leuchtrakete vielleicht 100 Meter entfernt von uns herunter. Wir nutzten das Licht und erschossen sie. Eine Woche lang hatten wir nichts gegessen. Und jeder Schuss musste sein Ziel treffen, weil wir keine Munition verschwenden konnten. 7 Tage hielten sich Clayton Byrd und seine kleine Gruppe die weit überlegenen Deutschen vom Leibe. Als endlich alliierte Truppen den Wald einnahmen, fanden sie die Männer. Wir wurden dafür ausgezeichnet, dass wir die Deutschen so verwirrt hatten, dass sie nicht mehr wussten, wo die Front wirklich verlief. Da, wo wir waren, war sie nämlich nicht. Wir hatten uns gegenseitig aufeinander verlassen und wussten, wenn wir untergehen, dann gehen wir gemeinsam unter. Ich bin stolz auf diese Gruppe. Am 28. Januar hatten die Alliierten alle Gebiete zurückerobert, die sie zuvor an die Deutschen verloren hatten. Die Schlacht in den Ardennen war vorbei. Jetzt konnten sie sich darauf konzentrieren, den Westwall zu überwinden, Deutschlands letztes Bollwerk. Der Westwall mit seinen Panzersperren, Stacheldrahthindernissen und einem Netzwerk von über 18.000 Betonbunkern erstreckte sich über fast 650 Kilometer. Nach ihrem Abenteuer hinter den deutschen Linien
erhielt Clayton Birds Kompanie den Auftrag, die Bunker einzunehmen. Das war ein schwieriger Auftrag, denn wir mussten versuchen, irgendwie in die Schießscharten zu feuern, aus denen sie ihrerseits schossen. Zunächst feuerten Flammenwerfer, um die Besatzung der Bunker auszuschalten. Experten im Knacken schwerster Betonbefestigungen wie der Pionier Frank Cam unterstützten die Truppen. Wir schickten einen Soldaten hin, der eine 20-Kilo-Ladung mit Zeitzünder vor die Tür legte. Nachdem er zurückgelaufen war, explodierte sie. Die Tür wurde eingedrückt und die Druckwelle war so stark, dass alle Männer im Bunker außer Gefecht gesetzt wurden. Unsere Männer gingen rein und das war's dann. Als Clayton Birds Kompanie den Befehl bekam, 4 Bunker zu erobern, geschah etwas Unerwartetes. Eine weiße Fahne hing aus einer Schießscharte. Wir sprachen mit einem Deutschen und er sagte, wenn ihr zum Schein wie wild schießt, ergeben wir uns. Wir taten also so, als würden wir ihn heftig beharten und feuerten hunderte oder sogar tausende Schüsse in die Luft. Ein richtiges Feuerwerk. Sie ergaben sich. Nachdem das passiert war, entschieden sich die Besatzungen von 2 weiteren Bunkern, ebenfalls zu kapitulieren. Am nächsten Morgen gaben auch die Männer im 4. Bunker auf. Wir eroberten die 4 Bunker ohne einen einzigen Toten oder Verwundeten. Die über 120 Männer gingen in Kriegsgefangenschaft. Die leeren Bunker füllten die Pioniere mit Sprengstoff und jagten sie in die Luft. Nachdem der Westwall überwunden war, konnten die Alliierten zum Rhein vorrücken, dem letzten Hindernis vor der Eroberung Deutschlands. Clayton Bird war beim Einmarsch nach Deutschland dabei. Dafür, dass sie die Deutschen hinter deren eigenen Linien bekämpft hatten, erhielten er und seine Gruppe die Tapferkeitsmedaille Silver Star. Gil Nelson, der die Schrecken seines ersten Gefechts überlebt hatte, wurde Feldwebel und war für den Einsatz des Ersatzheeres verantwortlich. Der während der Belagerung von Bastogne verwundete Gefreite Carl Beck machte den Vormarsch nach Deutschland mit, zusammen mit seinem geliebten Maschinengewehr Jiving Joan. In der letzten Folge überqueren die Alliierten den Rhein, während die Deutschen verzweifelt versuchen, sie aufzuhalten. Sie starben nicht durch Beschuss, sie ertranken. In ganz Europa entdeckten die Alliierten die Verbrechen der Nazis. Es stank und wir sahen überall Lumpenbündel. Aber es waren keine Lumpenbündel, es waren wandelnde Tote. Und die britische Luftwaffe bombardiert Berlin, die am besten verteidigte Stadt Europas. Der Geschwaderkommodore zeigte auf Berlin und wie mit einer Stimme sagten 150 Männer, ach du Scheiße.